Somit, liebe Leute, begrüße ich euch recht herzlich zum heutigen Freitag, dem 22. November. Es grüßt euch Chris Kämmerer und wir wollen natürlich auf JFD Invest eingehen. Trading und Investieren leicht gemacht. Eine andere Art des Tradings euch mal zeigen, beziehungsweise es ist ja dann schon eine Art mehr Portfolio Management. Und das möchte ich, wie gesagt, gleich mal an der Stelle präsentieren. So ein Stück weit Einstieg. Ihr könnt es auch gerne über die Chatfunktion natürlich Fragen stellen. Oder auch unser Support natürlich hier 24/5 für euch da. Schreibt es gerne E-Mail im Nachgang oder wenn irgendwas anderes zu klären ist, dann natürlich jederzeit Fragen stellen. Wir haben auch unser Kontaktformular. Da gibt es ja, wie gesagt, auch hier neben Telefon und Live-Chat eben die E-Mail-Adresse und da sind wir für euch da. So, da ist JFD generell schon mal seit vielen Jahren als ja, Broker einst mit dem Prinzip Just Fair and Direct vieles anders machen, die Branche revolutionieren, Dinge verändern und das haben wir getan als Broker vor vielen Jahren und nun haben wir, und das seht ihr, ihr wisst es ja, teilweise wahrscheinlich auch schon eben die Transformation zur Bank gemacht, zur, ja, Wertpapierhandelsbank. Es ist keine Vollbank, es ist eine Wertpapierhandelsbank, aber mit BaFin-Lizenz, die wir sozusagen hier schon im Vorjahr ja, übernommen haben, beziehungsweise da eben alles schon losging und das ja, die Freigabe beziehungsweise die finale Übernahme gelang im weiteren Jahresverlauf 2018, 2019 dann das komplette Name Changing und insofern wurde dann eben auch aus JFD Brokers die JFD Bank. Hier haben wir uns auch auf das auf die Fahne geschrieben, das Motto geprägt, auch hier in diesem Level des Bankings auch etwas anders zu machen. Und das haben wir auch schon 2018 begonnen, eben nämlich mit dem Launch der Plattform. Und das seht ihr, wenn ihr hier oben mal schaut, hier haben wir unsere Bullet Points sozusagen. Da gibt es ja erstmal das, wofür wir eben als Broker auch stehen und groß geworden sind. Ihr habt eben hier die 8 Asset-Klassen mit über 1500 Underlyings. Und das sind eben auch die echten Aktien dabei, physische Aktien, wo ihr klassisch anlegen und eben Dividenden kassieren könnt. Und das ist natürlich eine ganz feine Schachtel, eine ganz feine Sache vor dem Hintergrund des Investierens, des Anlegens. Und da gibt auch so ein Stück weit dann eben der Punkt der Schnittstelle, warum wir dann eben auch jetzt hier mit JFD Invest noch was anderes machen als viele andere klassischen Broker. Wir wollen nämlich hier auch die Lücke schließen, um Leuten, die jetzt eben keine Zeit haben oder feststellen, dass Trading, und das ist es ja am Ende des Tages in der Tat, eine Herausforderung ist, vergleichbar auch mit einem Studium und einer Ausbildung. Man muss viel Zeit investieren und man muss natürlich auch hier seine Expertise sich aufbauen. Und wer, ja, zum einen die Zeit nicht hat und zum anderen den Willen vielleicht nicht. Lernen kann man vieles, um nicht zu sagen alles, aber man braucht Zeit und Willen. Und viele Leute mögen sich da gar nicht so tief in die Thematik einbauen. Ich meine, Aktien kaufen ist per se kein schlechter Gedanke. Ob das jetzt nach 10 Jahren Aktienhoss die beste Entscheidung ist, will ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber es gibt auch viele Youngster, die erst seit 1, 2 Jahren dabei sind und denken, Aktien rennen nur in eine Richtung. Ich vermute, das dürfte sich in einigen Jahren auch mal umkehren wieder, sodass man da von einem typischen Korrekturmarkt spricht. Und dann gibt es eben auch mal wieder Aktienkurse, die nur in eine Richtung laufen. Wie man es beispielsweise von der Deutschen Bank seit fast 9 Jahren kennt. Die hat ja dann hier schon einen Wertverlust von über 80, 90% hingelegt. Das ist ziemlich heftig und ziemlich krass, aber das ist natürlich auch das, was den Finanzmarkt auszeichnet, eben seine Ungewissheit. Und hier wollen wir eben mit JFD Invest auch eine Lücke schließen zu dem Thema, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, Geld zu investieren. Und da ist eben auch der Name Change von Broker zur Bank sehr, sehr wichtig. Und bevor ich jetzt auf JFD Invest konkret eingehe, der Hinweis, was ich hier im Rahmen des Soundchecks schon sagte, wir haben ja hier bei Research, und das ist eben mehr für die aktiven Trader, aber hier unter Webinare, Events ja unsere täglichen, sage ich mal, Events oder auch Webinar-Ankündigungen. Und da haben wir wirklich eine reichhaltige Palette an Content für die Teilnehmer, die eben ein Stück weit näher am Markt sein wollen oder auch Ideen brauchen. Und da schaut's gerne mal rein. Neben Trading Rooms, die man seit einigen Monaten eröffnet haben, haben wir sozusagen auch hier die Livestreams und da habt ihr auch hier bei unserem YouTube-Kanal immer die Möglichkeit, so ganz simpel will ich mal sagen, hier live dabei zu sein auf der Startseite und da geht es eben von Kryptos über, ja hier Education dann in dem Fall in einer anderen Sprache, eben auch mal auf Rohstoffe oder eben dann auch auf Gold, Silber, Edelmetalle. Unser Markus Klebe zum Beispiel nimmt immer wieder in dem DAX Long Short morgens den DAX eben speziell unter die Lupe. Dann gibt es am Nachmittag noch das US Opening Bell. Also hier seid ihr wirklich auch engmaschig versorgt für alle die, die hier, ja, Content näher am Markt brauchen. Und die, die jetzt eben feststellen, okay, alles nice, ich
handle auch gern, kaufe mir auch meinetwegen meine Aktie gern, die ich reinlege und spekuliere vielleicht hier und da auch auf fallende Kurse oder mit Währungen, Rohstoffen. Aber so richtig fehlt mir halt die Zeit. Da gibt's bei JFD Brokers damals und JFD Bank heute eben auch die Expertise, dass wir hier seit Gründung von JFD im Jahr 2011 eben auch schon die Vermögensverwaltung mit integrierten. Das wissen auch nicht viele Teilnehmer, aber JFD hat eine Vermögensverwaltungslizenz und auch Portfoliolizenz, die hier schon seit Gründung von JFD Brokers damals eben aufgerissen wurde, um auch schon mit der Idee zu fruchten, dass wir ja auch noch da andere Schritte gehen wollen als viele andere Broker. Neben dem, dass wir eben hier keine Market Maker Lizenz haben, um gegen den Kunden zu handeln, hatten wir damals eben auch schon die Intention, Moment, wir wollen auch unter Umständen in die Richtung gehen, Kundengelder zu mehren. Und dazu werden wir auch hier gerade im nächsten Jahr direkt auch eigene, ja, Multi-Asset-Produkte sozusagen launchen, die komplett passiv sind. Die gibt es auch jetzt schon. Der ein oder andere Kunde oder auch Partner hat das schon offeriert bekommen. Das machen wir auch schon seit längerer Zeit für, sage ich mal, JFD-Kunden, die sich dafür interessieren, aber offiziell groß in die Werbung sind wir damit noch nicht gegangen. Aber das wird etwas sein, was in den nächsten Monaten viel mehr forciert wird, weil wir auch gerade zu diesem sehr stark hausierenden Aktienmarkt eben Alternativen bieten wollen. Und das sind sozusagen komplett passiv gemanagte Produkte. Das heißt, man braucht hier gar nicht so viel seiner eigenen Zeit zu investieren, um dann am Ende des Tages ja ranzukommen an die Möglichkeiten. So, jetzt haben wir aber hier natürlich neben dem komplett passiven Management die Plattform JFD Invest. Die gibt es jetzt seit ja doch schon weit über einem Jahr und diese hat sich hier dahingehend etabliert, dass es natürlich, und ihr seht es ja auch mit dieser Landingpage, relativ schmerzfrei und kurz, worum es geht, nämlich um das Investieren leicht gemacht. Es hat zwei Punkte. Zum einen, Geld anlegen heißt nicht heute rein, morgen raus. Hier geht es wirklich um eine Investition und die sollte aber dann eben auch möglichst leicht sein. Und das hängt hier in dem Kontext zusammen, dass man sich sozusagen Strategien und auch ja Trader, die mit ihren Strategien sich bei uns beworben haben, Schrägstrich bei uns schon seit einigen Zeiten Live-Accounts nutzen, hier beworben haben, um ihre Strategien zur Verfügung zu stellen. Und da schließt sich so ein Stück weit der Kreis, dass man eben hier das Zeitersparnis hat, um selber auf den Kauf und Verkaufsbutton zu drücken, als vielmehr sich einmal damit auseinandersetzen muss, welche Strategien denn hier involviert sind und dann mit diesen Strategien sozusagen auf Tuchfühlung geht. Und da gebe ich auch immer wieder den Tipp, liebe Leute, schaut nicht nur auf die Renditekennzahlen, sondern schaut auch mal auf die Volatilitäten. Und jetzt scrolle ich mal kurz nach unten. Wie gesagt, die Landingpage, es empfiehlt sich, diese durchaus mal ja, für eine halbe Stunde etwas zu studieren, ein Stück weit ins Thema einzusteigen, um sozusagen mit diesen ja, Strategien auch auf Tuchfühlung zu gehen. Und hier ist eben wichtig, und das kann ich eben nur ans Herz legen, auch zu diversifizieren, liebe Leute. Es gibt viele Leute, die setzen gerade, weil die Strategien, die hier ganz vorne stehen, auch eine relativ starke Performance aufweisen, nur auf diese. Wir haben aber weit über 15 Strategien in Richtung 20 Strategien in petto. Und es sind auch viele, die sich irgendwo zwischen 10 und 20% bewegen, was outstanding ist in der großen Investmentbranche. Aber wir sind natürlich hier in einem, sage ich mal, ja, Hebelsegment. Forex ist sowieso so eine Assetklasse für sich. Und ja, Hyperion macht auch viel mit Index- und CFD-Trading. Und Hyperion ist eine Strategie, die schon seit langem hier ganz oben steht, aber die man auch schon im dreistelligen Bereich sah. Das heißt, die Strategie ist, und da gebe ich jetzt mal den Tipp hier auf die nächste, sage ich mal, Spalte. Hier steht Equity Balance Deviation, heißt in Englischen hier Abweichung. Das ist nicht der Drawdown, aber vergleichbar mit einem Drawdown mit der Schwankungsintensität, die die Strategie aufweist. Und wir sehen hier ein Ratio aktuell von ja 2 zu 1. Das heißt, der Ertrag ist doppelt so hoch wie die Schwankungsfreudigkeit, aber man musste mit dieser Strategie auch teilweise, ich will sagen, Sitzfleisch haben, beziehungsweise sich auch dessen bewusst sein, dass hier ja deutlich über ein Drittel der Performance, beziehungsweise der Negativ-Performance in dem Fall hier auch zu Buche schlug und man ja mehr als ein Drittel seines Kapitals rein auf Buchverlust schon sozusagen abschreiben hätte können. Die Strategie ist dennoch profitabel, aber gegenwärtig auch in einer Phase, wo ich sagen muss, ja, guter Einstiegszeitpunkt, Schrägstrich vielleicht sogar diese Schwäche, die sie jetzt seit kurzem hat, ein interessanter Punkt zum Re-Entry, also zum Wiedereinsteigen. Da könnt ihr euch mehr, sage ich mal, an Informationen holen, wenn ihr hier auf den Folge-Button dann klickt. Ja, ihr sitzt hier, die Maus wird dann zum Finger und dann kann man hier draufklicken und dann kommt ihr schon mal als Gast in das JFD Invest
JFD Invest Universum hinein. Das heißt, ihr seht ja erstmal die Plattform und ihr seht auch hier schon mal konkrete Strategiedetails, um sozusagen ein Stück weit auf Tuchfühlung mit der einen oder anderen Strategie zu gehen. Hier ist es natürlich auch so, neben dem, dass ihr euch die Startseite mal angucken solltet hier. Also, wer sind wir, woher kommen wir, was tun wir, was ist der Sinn und Zweck der Sache und was sind sozusagen die Key Features? Da gehe ich, wie gesagt, gleich gern nochmal drauf ein. Ist es aber so, dass ihr hier praktisch die Strategie auch mit kompletten Risikokennzahlen, Monatsentwicklung und dergleichen sehen könnt. Und ihr könnt euch sogar die Orders anschauen, wenn ihr euch hier einloggt. Ja, Login seht ihr hier unten oder hier, Login to view more details. Okay, da müsste man draufklicken und dann müsste man sich einloggen. Wenn man aber jetzt keinen Login hat, beziehungsweise das ist das, worauf ich gleich nochmal eingehe, man hat hier sozusagen ein Profil, wie sozusagen ein Avatar, mit dem man sich anmeldet. Da hat man noch nichts gekauft oder investiert, aber ein Profil bei JFD Invest ist möglich, um sozusagen hier in dieser Plattform sich noch mit mehr, ja, sage ich mal, Expertise umschauen zu können. Und ihr seht, ich hätte es jetzt gleich mal auf Deutsch stellen können, dass man sich hier sozusagen einloggen kann oder als Gast. Und wenn man nicht als Gast aktiv sein will, sondern sich eben registrieren will, dann kann man das hier, und jetzt wechsle ich auch mal schnell die Sprache, mal ganz schnell einen Account erstellen, beziehungsweise ein Profil anlegen vielmehr. Und da ist es so, dass ihr hier keinerlei Verpflichtungen habt. Ihr habt ja auch noch nicht direkt den Kontoeröffnungsprozess, sondern ihr habt hier eine Profilanlage, die notwendig ist. Und wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr praktisch mit eurem, ja, Account sozusagen im JFD-Universum richtig drin. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Warten wir mal kurz, dass sie sich nochmal hochlädt. Und dann könntet ihr sozusagen hier, jetzt ist auch die Seite selbst auf Deutsch, nicht wundern. Das ist also hier alles mehrsprachig. Das heißt, ihr könnt hier auch die Sprache jederzeit ändern. Wenn ihr in dem Profilmodus dann seid, ob ihr ein Profil anlegt oder nicht, könnt ihr die Sprache auch verändern. Und hier haben wir dann im Prinzip eben die Instrumententafel und auch hier nochmal die verschiedenen Strategien. Und worauf ich jetzt eingangs eben rein oder raus wollte, achtet bitte drauf, und da gehen wir jetzt auch gerne nochmal auf die Hyperion, dass ihr euer Kapital streut, Risikodiversifikation. Also schön Hyperion war, und ihr werdet das gleich sehen, in der Spitze lag die Strategie bei knapp 138%, enorm starke Rendite, wenn man eben beim richtigen Zeitpunkt eingestiegen ist. Aber ihr seht auch, dass die Strategie selber sehr temporäre Phasen von Schwäche aufweisen. Hier oben, wenn man mal drauf geht, da ist das hier 137, 25. Das ist hier Anfang Oktober so ein Peak gewesen auf der Oberseite. Und seitdem ging es eben hier doch wieder stark in den Keller mit über 30%. Das ist eine Strategie, die nichts für schwache Nerven ist. Und da sollte man auch, Gottlob, nicht sein ganzes Kapital investieren. Und da macht es durchaus Sinn. Und das ist der Sinn und Zweck von JFD Invest, wenn ihr hier oben lest, dass man sozusagen hier als ja, Portfolio-Manager agiert. Hier steht es Investment-Portfolio, dass man sich selber sein diversifiziertes, da so steht das Wort sogar auch nochmal geschrieben, diversifiziertes strategisches Investment-Portfolio anlegt mit dem Mix aus mehreren Strategien. Hat den Hintergrund, dass man eben wirklich sein Risiko verteilt und so schön eben Hyperion ist oder auch eine Strategie, die relativ smooth, sage ich mal, jetzt seitwärts, aufwärts läuft, kann auch so eine Strategie mal einen Drawdown erleben oder auch hier, sage ich mal, ihren Schiffbruch erleiden. Mit größeren Rückschlägen. Es ist ein spekulativer Markt, der bleibt es auch. Deswegen, so schön die Rendite in der ersten Linie oder die Renditezahlen in erster Linie wirken, so sollte man hier auch immer wieder das Risiko mit berücksichtigen. Deswegen teilt das Geld in jedem Falle gut auf. Und jetzt, bevor wir nochmal in die Plattform gehen und die kleinen Strategiedetails, wie geht's denn hier eigentlich los? Also, ihr könnt euch registrieren oder Gastzugang, das haben wir uns gerade eben schon mal angeschaut, um dann natürlich hier die Plattform selber schon mal völlig unverbindlich zu testen. De facto ist aber, dass ihr eben hier als Portfolio-Manager aktiv werden könnt und das ist auch sehr wichtig, wie bei Produkten, die aus unserer Vermögensverwaltung kommen, haben wir hier auch wieder den fairen und transparenten Effekt der ja, Klarheit, Transparenz, just fair and direct. Wir wollen ja auch keine Spielchen treiben mit euch, dass wir hier eben auch keine, ihr seht das, keine Einrichtungs- und Verwaltungsgebühren haben oder irgendwelche Abokosten. Das ist bei unseren Vermögensverwaltungsprodukten so, wie aber auch hier bei JFD Invest. Es gibt nur die Performance Fee. Das ist ganz simpel runtergebrochen, die Tatsache, dass man hier nur einen Gewinnanteil zahlt, das sagt das Wort Gewinn schon, wenn man auch Gewinn gemacht hat. Das heißt, das geht hier in den Gleichklang. Das heißt, wenn der Kunde Geld verdient, dann wird auch unsere Vermögensverwaltung Schrägstrich die entsprechenden Advisors vergütet. Denn hier bei JFD Invest haben wir, wie eingangs schon gesagt, einige, sage ich mal, Profi-Trader, die bei uns schon ihren Scheid sich verdient haben, aber auch
Produkte aus unserer eigenen Vermögensverwaltung, die ihr hier eben sehr, sehr schön mixen könnt. Und am Ende des Tages haben wir hier keine zusätzlichen Kosten, weil wir das alles aus einem Universum bieten können. Und am Ende ist es auch so, dass wir hier klar mit unseren klassischen Produkten eine Kommission haben, eine faire, transparente Kommission. Das heißt, ihr handelt den Marktpreis, Bid and Ask, An- und Verkaufspreis, klar. Und dann gibt es die Kommission als Handelsgebühr. Ich sage immer so schön, das ist wie die Briefmarke bei der Post, ja, die das Ganze von A nach B bringt. Und das ist sozusagen die Gebühr, die transparent offiziell sichtbar ist. Und da wird auch bei uns nicht irgendwo rumgeschraubt und rumgedreht, sondern ihr habt die Kommission. Das ist die Gebühr, die wir einnehmen. Und das ist auch das, was wir praktisch bei der Vermögensverwaltung rein passiv oder hier bei JFD Invest eben in einem Mix mit der digitalen Vermögensverwaltung eben auch dann sozusagen verdienen. Und die Performancegebühr, die ist etwas eben dann für die Trader als Gimmick, dass man auch Performance macht. Ja, es macht natürlich Sinn, hier eine Performance-Komponente einzubauen, weil für jeden Renditepunkt, die der Trader mit seinem Account erwirtschaftet und eben für seine Follower, hat man natürlich hier den Effekt, dass man da ja einen Hebeleffekt hat. Und je mehr Follower und je mehr Anlagegelder unter einem liegen, desto schöner ist natürlich dann hier auch die Performancegebühr, die dann für den Trader anteilig anfällt. So, und da ist es eben wichtig, dass man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt, dass es hier eben kein irgendwie Abo-Modell ist und dergleichen, sondern hier transparent und fair mit der Performancegebühr einhergeht und man sich hier eben ohne jeden Tag am Knopf oder Drücker zu sitzen, eine passive, ja, Investitionsmöglichkeiten schafft oder Investitionsmöglichkeit vielmehr. Kaizen wäre hier praktisch dann der Plural im Sinne von, dass ihr unsere kompletten Vermögensverwaltungsprodukte nutzt oder eben JFD Invest. Wer da Fragen hat, gern an unseren Support, dann wird es an mich weitergereicht. Aber ihr habt eben hier die Möglichkeit, das Kapital zu teilen, aufzuteilen. Und jeder von euch, der 50.000, 10.000, whatever, welche Summe auf dem Trading-Account hat, gebt ruhig mal einen Teil unserer direkten Vermögensverwaltung oder auch hier bei JFD Invest dem einen oder anderen Setup, um einfach mal zu sehen, wie machen die das denn? Ja, und da sollte Geld immer in Bewegung bleiben und immer arbeiten. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man da Möglichkeiten hat, das an den Markt zu bringen. Und wir hatten ja, oder eingangs sagte ich, JFD immer schon den Auftrag, hier so ein Stück weit die Branchen zu revolutionieren. Und gerade das Copy- und Mirror-Trading. Der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Ein sehr großer Anbieter hat auch reichlich Werbung gemacht etc. Ist im August sozusagen insolvent gegangen. Das kann man ganz offen sagen. Und das ein oder andere Geschäftsmodell ist ohnehin auch fraglich in dieser Richtung. Aber de facto ist es eben so gewesen, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie kann man es denn fairer und transparenter machen und anders darstellen? Das geht eben auch schon mal damit los, dass das hier bei uns Live-Accounts sind, die einen Track-Record aufweisen müssen. Sowohl in der Statistik, in der Historie, als auch bei uns live auf dem Account, bevor diese überhaupt live geschaltet werden, damit man diesen folgen kann. Das heißt, das ist wichtig. Dann wird auch hier eine klare Risikoparameter, Abstimmung getroffen, um mit dem Kunden sozusagen dann auf Tuchfühlung zu gehen und zu sagen, oder dem Trader vielmehr auf Tuchfühlung zu gehen und zu sagen, hier, Risikoparameter sind wichtig. Das heißt nicht, dass so ein Account nicht auch ein großen Einbruch erleben kann, wie eben gerade auch hier im britischen Fund-Debakel im Mai. Wir hatten auch eine hervorragende Strategie dabei, die dann hier wirklich unter die Räder geriet, weil er eben hier zu sehr fundlastig auf der verkehrten Seite unterwegs war und der Trader buchstäblich hier die, ja, Stop-Loss-Level zu spät gezogen hat. Und das führte dazu, dass die Strategie relativ starke Verluste erlitt, die wir auch, die hat sich dann disqualifiziert von dieser Plattform, auch runternehmen mussten. Das ist auch etwas, was wie bei einem klassischen Investment auch mal schief gehen kann. Deswegen gebe ich immer den Tipp, verteilt das Geld. Die, sage ich mal, Ultima Ratio nur in eine Richtung ist relativ unwahrscheinlich. Man hat immer mal Durststrecken, Drawdown-Phasen oder eben auch mal Korrekturphasen. Natürlich ist jeder Trader auch angehalten, hier sein Risiko immer wieder zu begrenzen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn es eben zu stark ausartet, ist sozusagen ein Return dann ab einem bestimmten Punkt wirklich schlichtweg nicht mehr möglich. Aber das ist eben bei vielen, ich will sagen, Harakiri-Anbietern durchaus möglich gewesen, dass man hier beispielsweise 10 Konten und dann auch noch Demo-Geld, Spielgeld eröffnet hat. Und dann hat man eben beispielsweise 9 Konten vor die Wand gefahren und mit einem Konto, ich sag mal, eine Rendite von 500% erwirtschaftet. Und mit diesem Konto ist man dann rausgegangen und hat Echtgelder allokiert, ja, unter sich gebracht. Und das führte dann natürlich dazu, dass auch dieses Konto nicht lange überlebte. Und aber die Echtgeldkonten, die alle drunter waren, eben auch alle buchstäblich verpulvert wurden. Und das ist nicht unser Anspruch. Wir leben davon, wenn Kunden erfolgreich sind, Schrägstrich, wenn Strategien erfolgreich sind, weil dann bleibt die Kommission im Loop, dann wird gehandelt, der Anleger, Trader verdient Geld und dann ist es das am Tage, wo jemand die Win-Win-Situation hat, wie wir auch so gern predigen. Um aber das Copy-Trading neben den Echtgeldkonten, die bei uns ja geprüft werden, eben noch attraktiver zu machen, haben wir auch die Bulk-Execution.
Jetzt will ich nicht zu speziell werden, bevor wir gleich mal auf die Plattform gehen. Ist es hier aber so, ihr müsst wissen, Copy-Trading-Systeme haben in der Regel eine Funktionsweise wie ein Kassenboard, ja, wie eine Einkaufskasse sozusagen. Ja. Ihr legt da alles nacheinander hin und dann wird es sozusagen mit dem Band so durchgerollt. Ja. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das zieht so alles durch. Und genauso ist es beim klassischen Copy-Trading. Der Master-Trader, und das haben wir im Prinzip hier unten auch erklärt, wenn ihr auf der Seite mal ein Stück weit runtergeht, genau, wie führe ich eine Bulk Order aus? Der Copy Trader gibt sozusagen hier seinen Trade ab, der geht an den Markt und dann hatte man beim klassischen Copy Trading System die Problematik, ja, dass der erste Trader dann die gleiche oder relativ identische Ausführung bekommt, ja, Nummer Trader 5, vielleicht auch noch annähernd, Nummer Trader 10, 15, 20 dann schon leichte Abweichungen hatten und dann die Follower, die dann irgendwo in der Reihe anstelle 50, 150 kamen, die hatten teilweise völlig abweichende Execution, also Ausführungen am Markt. Und das gibt es bei uns bei JFD Invest zum Beispiel hier nicht, denn hier gibt es sozusagen eine gesammelte Order, einen Großauftrag, wo die ganzen Kundenorders, also das ganze Fließband, mit einem Ticket an den Markt geht und jeder erhält die gleiche Ausführung. Das ist ein Riesentransparenzfaktor und auch Fairnessfaktor, wo wir eben wieder genau in dieses Rohrblasen JFD, aber da kommt es eben drauf an, das sind so die kleinen Stellschrauben, die man im ersten Blick nicht wahrnimmt, aber das ist dann wirklich der Unterschied auf lange Sicht, wenn eben alle dann tatsächlich die gleiche Ausführung kriegen und nicht hier der Erste den besten Preis und der Nummer 224 plötzlich einen ganz schlechten kriegt. Das ist einfach mal ein elementarer Unterschied und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen wichtig hier auch die Bulk Execution mal gehört zu haben. Und ich denke, das sind Gründe genug, warum man es denn einfach mal auch ausprobiert. Aber wie gesagt, taucht hier mal ein Stück weit ein, beschäftigt euch damit und hier mit dem Folgebutton kommt ihr in die Strategie rein und könnt es als Gast eben mal schauen. Oder aber ihr registriert euch ganz entspannt hier mit dem JFD Invest Profil. Dann seid ihr schon mal im Loop der Plattform und könnt ein Stück weit mehr ersehen. Und dieses Profil braucht ihr dann praktisch auch, um dann die Verknüpfung der Themen zu bekommen. Denn ihr seht es auch hier, als Schritt 2 müsste man ein Investkonto eröffnen. Was ist das? Ein Investkonto, hier wichtig an der Stelle, ist kein Tradingkonto. Das ist ein Konto, mit dem man investiert. Bei diesem Konto hat man jetzt keinen Zugang zur Beeinflussung oder zur Absetzung von Trades. Das heißt, ihr könnt keine Trades reinstellen oder in Auftrag geben, Schrägstrich laufende Trades, die von den Strategen sozusagen kopiert werden auf das Konto, können von euch nicht per Stop-Loss oder in irgendeiner anderen Art und Weise beeinflusst werden. Das geht nicht. Das heißt, es ist wirklich ein Investmentkonto, deswegen dieses Konto auch in einem Pro-Status läuft, also in einem Pro-Account mit höherem Hebel, was ja hier seit erstmal letzten Jahres eben beschränkt wurde. Da diese aber Investmentkonten sind, auf denen man sozusagen keinen Zugriff hat. Es ist euer Konto auf euren Namen geführt. Ihr könnt alle Auszahlungen machen. Ihr könnt jederzeit alles stoppen. Das könnt ihr auch, wie gesagt, in der Plattform selbst dann. Da könnt ihr auch Risikoparameter festlegen. Aber es geht eben darum, dass ihr hier keine Trades beeinflussen könnt und dürft. Das ist ganz wichtig. Deswegen hier könnt ihr dann sozusagen ein Investkonto eröffnen. Das geht eigentlich auch relativ simpel, wenn ihr angemeldet seid, in der Plattform heraus. Hier nämlich mit dem Button Konto hinzufügen. Da eröffnet ihr praktisch dann ein sozusagen Subkonto in Investformat für die, die jetzt noch gar keine Kunden sind, kann man das direkt aus dieser Plattform heraus machen. Das heißt, man durchläuft dann den klassischen Kundenprozess, meldet sich sozusagen wie für einen Trading-Account an, hat aber am Ende des Tages nur einen Invest-Account. Das geht aber, wie gesagt, hier relativ simpel über den Konto-Hinzufüge-Button. Oder aber, wer schon Kunde bei uns ist, wird es kennen. Wir haben hier rechts oben unser MyJFD-Universum. Ja, das heißt, hier ist eure Plattform, euer Kundenzugang, wo ihr eure Konten seht, wo ihr auch noch verschiedene Excel-Tabellen abrufen könnt, wo ihr interne Überweisungen machen könnt, Ein- und Auszahlung. Das könnt ihr alles über dieses Tool hier tun. Und auch hier könnt ihr ein Subkonto mit JFD Invest eröffnen, wer denn schon Kunde ist. Also geht auch relativ simpel sozusagen außerhalb von JFD Invest. Aber wenn man denn schon mal drin ist, kann man, wie gesagt, hier auch einsteigen und sich dann mit diesem Profil, was man braucht, da hat man dann hier auch die Möglichkeit, einen Avatar anzulegen und dann steht hier oben praktisch auch die Kontonummer. Mit diesem Profil kommt man dann sozusagen rein und kann dann eben hier verschiedene Strategien miteinander verknüpfen. Nachdem man dann, und dann will ich jetzt gleich nochmal weitergehen, natürlich dann auch den Schritt gehen muss, das Profil mit dem Konto zu verknüpfen. Ich zeige es euch am besten gleich mal mit einem Beispiel-Account von uns. Und dann muss man letztlich nur einzahlen. Dann hat man auch hier die Möglichkeiten, eben auf eine deutsche Bank einzuzahlen oder auf eine britische Bank. Auch hier, die Gelder sind segregiert vom Firmenvermögen. Das heißt, das ist jetzt hier nicht,
Ja, Unternehmenskapital, was im Falle von einem sehr unwahrscheinlichen, aber Gott bewahre, es gibt ja immer, wie gesagt, Zweifler, Kritiker oder sonst was, das Geld ist sozusagen immer auf den Instituten, auf den depotführenden Banken und da liegt es dann auch sicher. Das Geld wird dann, wie gesagt, je nachdem, wo ihr es hinschicken wollt, innerhalb Deutschlands oder eben zu UK, dann mit der entsprechenden Account-Nummer versehen, Investkontonummer wie Trading-Account und dann wird es ganz klar zugewiesen. Dann habt ihr das auch innerhalb kurzer Zeit dann zur Verfügung. Und dann könnt ihr sozusagen hier die Strategien miteinander verknüpfen. Und da möchte ich euch auch mal einen Account zeigen, den wir letztes Jahr aufgelegt haben, nämlich hier im Rahmen unserer JFD Invest, unseres Launchings. Da hatten wir nämlich, ja, die Idee, auch hier Transparenz und Fairness vorauszulegen. Und da haben wir uns gesagt, okay, wir legen einen Live-Account auf mit 10.000 Euro und werden hier, weil ich jetzt hier auch wieder in der Mehrzahl spreche, das war unser Dr. Stefan Friedrichkowski und ich. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, habe ich so gut wie gar nichts gemacht. Da will ich mich auch gar nicht rühmen oder irgendwie nach vorne heben. Die Strategien Ein- und Ausschaltungen, das habe ich auch gezeigt, aber im Schwerpunkt hat er die Strategien gemanagt. Nichtsdestotrotz gab es auch hier Rückschläge, die ganz interessant zu sehen sind und aber auch durchaus dann verdaut wurden. Also letztlich haben wir jetzt hier oben, jetzt gehe ich auch mal wieder auf Deutsch, die Möglichkeit, dass wir jetzt schon mal eingeloggt sind. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe jetzt eine E-Mail und ein Passwort gehabt. Das heißt, ich bin mit meinem Profil drin und habe auch hier, ihr seht das, bei Live sogar schon ein Konto. Und siehe da, dieses Konto hat auch schon eine Rendite von 29% gemacht. Sehr, sehr spannend. Und hier können wir im Prinzip einfach mal draufgehen, um uns sozusagen die Instrumententafel mal näher anzuschauen. Jetzt sind wir sozusagen, ihr seht es auch hier unten an dem Anmeldebutton, schon mal direkt drinnen JFD Invest. Und hier ist die Strategie, die wir, ja, jetzt gehen wir mal hier zurück, im September aufgelegt haben. Und dann haben wir hier im Oktober die ersten Trades gemacht. Und das war hier, ja, man darf schon fast sagen, Trader Stream. Ja, wenn das so weitergegangen wäre, dann hätten wir höchstwahrscheinlich jetzt zum Ende des Jahres knapp die 100% gehabt. Aber dann folgte, was ich will nicht sagen folgen musste, aber im Rahmen dieser sehr einprägsamen und sehr anspruchsvoll aussehenden Performance, also hier mit knapp 40%, gab es dann hier diesen ersten Rückschlag. Das war eine der Strategien, wo tatsächlich das Fund eben auch drin war und da hier die Fehlspekulation aufkam. Die gerät hier deutlich unter Druck und das verschärfte auch dieser Strategie oder diesem Strategiekorb hier diesen herben Rücksetzer. Und da seht ihr, dann brauchte die Strategie eine Zeit zur Konsolidierung. Da gab es nochmal einen zweiten Tiefschlag im Sommer. Aber das war eben auch begründet deshalb, dass hier die eine oder andere Strategie einfach ein zu hohes Risiko fuhr. Aber Gott bewahre, am Ende des Tages, auch hier, das sehen wir hier sehr schön, wenn wir dann gleich mal auf die Zuordnung gehen, sind hier vielerlei Strategien vereint. Wir haben immer vier, fünf, sechs Strategien miteinander kombiniert. Ich habe damals auch mal die eine oder andere abgeschaltet, aber im Schwerpunkt hat unser Dr. Friedrichkowski das gemacht. Und da haben wir im Prinzip mit diesen Strategien gearbeitet und hatten eben auch hier die Option, die ein oder andere über- und unterzugewichten. Und de facto hat sich bislang, und jetzt laufen wir ein Stück weit seitwärts, jetzt wird es mal wieder Zeit, dass das Ganze nach oben swippt, dass wir hier eine Rendite doch von knapp 29% bei einem vergleichbar Drawdown von knapp 14% durchaus auch hier ein schönes Ratio von 2 zu 1 hatten. Und das trotz des harten Rückschlags. Und da muss man halt sagen, kann man hier sehr schön eben bei JFD Invest auch die verschiedenen Zuordnungen, Allokationen, wie hier genannt, eben sich betrachten. Und da seht ihr hier sehr schön, dass wir gegenwärtig zum Beispiel relativ viel Cash haben. Ja, fast 50%. Das ist nicht immer der Fall gewesen. In der Regel haben wir hier auch Strategien manchmal mit 20% gewichtet, 25%. Und hier kann man eben sehr schön die Risikoaufteilung sehen, wie die Strategien einzeln gewichtet sind und sich dann sozusagen hier sein Portfolio zusammenstellt. Und hier haben wir eben ein Portfolio zusammengebaut mit hier 10%, 10.000. 10%, 10.000 Euro Startkapital und haben hier sukzessive Strategien ein, auf, ab und zugeschaltet. Und das haben wir peu à peu gemacht. Zurzeit haben wir, wie gesagt, auch noch relativ viel Cash. Jetzt können wir hier tatsächlich hergehen und sagen, hey, welche Strategie wollen wir denn übergewichten? Welche Strategie wollen wir denn aufschalten? Und da empfehle ich euch auch hier beim Strategiefinden einfach mal reinzuklicken. Könnt ihr, wie gesagt, auch als Gast tun und dann mal hier in den einzelnen Strategien ein bisschen umzusehen. Und dann kann man hier relativ schnell auch in einem Fonds anlegen, praktisch das Ganze sozusagen zum Strategiekorb hinzufügen und dann auch festlegen, mit welchem Beteiligungsbetrag man hier investieren will. Man hat also hier so eine Mindesteinzahlungssumme. Das seht ihr übrigens bei jeder Strategie, wenn ihr hier auf Angaben klickt, in den Details, wie viel Investitionssumme sozusagen benötigt wird. Und da ist diese Strategie, die Forex Gang zum Beispiel, eine, die sagt, wir brauchen 3.400 Euro Summe, um hier folgen zu können. Dann kann man das Kapital entweder voll ausreizen oder mehr oder weniger reinnehmen und dann entsprechend hier diese Strategie mit wenigen Mausklicks sozusagen zu diesem Fonds dazufügen.
Man hat auch hier noch eine extra Möglichkeit, das meinte ich vorhin mit den Risikomanagementmöglichkeiten, hier sozusagen der Strategie selber einen Prozentsatz mitzugeben, wann diese Strategie automatisch verkauft wird. Ja. Wie bei der Hyperion, wo wir vorhin gesehen haben, die hat hier Rückschläge bis zu 40% teilweise hingelegt. Da macht es jetzt wenig Prozent, das Risiko oder den Risikoparameter, sage ich jetzt mal hier, auf 12% oder 15% zu setzen. Die Strategie ist einfach hochvolatil. Heißt aber in dem Fall, dass hier automatisch dann bei diesem Erreichen eines Minus in dieser Höhe die Position bzw. der Account glattgestellt wird und die Strategie geschlossen. Man kann natürlich hier auch entsprechend höhere Statistiken einnehmen oder man kann komplett darauf verzichten. Dann obliegt das komplette Riskmanagement eben hier dem Trader, dem Master Trader. Und da kann es eben auch dazu kommen, dass die Strategien teilweise große offene Floating Loss haben, also offene Positionen, wie eben Hyperion zu teilen, auch mit 40% Minus. Das muss man einfach wissen. Aber es gibt auch viele andere Strategien, liebe Leute, deswegen da auch mal ein bisschen umschauen, die hier keine Drawdowns größer 15% hatten. Und da geht es einfach auch um die eigene Affinität, Chance-Risiko. Bin ich risikobereit? Will ich hier mal ein Stück weit was Spekulativeres oder eher konservativ? Man kann auch hier natürlich an dieser Stelle auch noch verschiedene Konten anlegen, aber auch verschiedene Investprofile und sich am Ende des Tages hier sein Portfolio, was man ohnehin so schon bauen kann, hier sozusagen nochmal auf mehrere Konten, mehrere Profile streuen und sich da hier sozusagen auch wirklich sein, ja, Portfolio-Universum dann individuell zusammenstellen. Das ist am Ende des Tages mal das, worauf es ankommt bei JFD Invest. Das ist, wie gesagt, relativ viel Input, sicherlich für diese 30, 35 Minuten. Aber es geht ja hier darum, auch euch so ein Stück weit mal den Einblick zu liefern, warum, wieso wir das getan haben. Und im Dezember als kleine Schmanke haben wir auch persönliche Strategievorstellungen. So etwas wird auch in 2020 weiter folgen. Soll heißen, hier kommen die Trader, die Köpfe hinter den Strategien, teilweise aus unserer Vermögensverwaltung auch durchaus geplant, aber primär die, die von außen an uns herangetreten sind, die schon seit einigen Jahren erfolgreich sind, eben hier ihre Expertise zur Verfügung stellen. Die lernt ihr dann mal kennen, da seht ihr auch ein Gesicht, einen Namen und eben auch die Strategie. Und dann werdet ihr dort in diesen Strategien-Webinaren mal erfahren, warum denn der, ja, Trader überhaupt diesen Schritt gegangen ist, beziehungsweise was hinter der Strategie steht, wie die Vorgehensweise ist. Also auf jeden Fall spannend. Insofern bleibt's bitte informiert, liebe Leute. Schaut's auf unseren Monthly Newsletter und überhaupt hier Webinare-Events. Da updaten wir sowieso jeden Monatsausklang für den neuen Monat, die neuen Webinare und da werden auch entsprechende Strategiewebinare dargestellt. Also insofern, liebe Leute, hoffe ich konnte euch hier mal zum Freitagsausklang ein wenig abholen. Wenn es gefallen hat, gibt es bei uns sehr, sehr gern dann doch mal hier den Daumen hoch. Das Video werde ich heute sicherlich hochladen. Wir machen das nicht regelmäßig wegen Übercontent und teilweise ist es eben so, als würdest du die Tageszeitung von vorgestern lesen. Aber hier ist es so, dass wir das in regelmäßigen Abständen tun. Und heute denke ich, ist es wieder mal an der Zeit, zum Monatsausklang hier das Webinar wieder mal hochzuladen und insofern sich mit der Thematik auch mal auseinanderzusetzen. Also, ich will erstmal hoffen, dass es euch gefallen hat. Michael, die Strategielogik könnt ihr auch hier in diesen Strategien durchaus hier bei der Strategiebeschreibung mal ein Stück weit abfassen. Ja, da haben wir auch immer die entsprechende Strategiebeschreibung erklärt. Schrägstrich, wenn ihr angemeldet seid, könnt ihr eben auch hier, danke auch für die Frage, die offenen Positionen sehen. Beziehungsweise hier haben wir die geschlossenen Trades, hier haben wir dann die laufenden Orders, muss man immer dann warten, da wird das natürlich alles eingeladen. Und siehe da, hier gibt es aktuell gar keine offenen Positionen, beziehungsweise Pending Orders sind ja wartende Positionen, die man hier sehen kann. Aber man kann sich, wenn man angemeldet ist mit seinem Profil, eben auch alle geschlossenen Trades anschauen. Und dann kriegt man so ein Gefühl, wie die Strategie vorgeht. Und ja, die Strategie heißt jetzt Forex Run und handelt hier primär Euro-US-Dollar. Welche Überraschung, aber hat natürlich hier auch einen sehr, sehr gesunden, geradlinigen Lauf. Ja, ich meine, das ist auch etwas hier mit diesem Rückschlag. Lässt es Rückschlüsse zu, wie die Taktik vorgeht, wahrscheinlich in einer Art Grid-System, aber da will ich jetzt gar nicht zu tief in die Systematik einsteigen. Letztlich auch eine sehr robuste Strategie im ersten Eindruck, trotzdem auch hier sicherlich etwas, wo man nicht 100% seines Kapitals einsetzen sollte, aber durchaus eine als Beimischung ideal geeignet, weil hier eben auch keine Überrenditen in Aussicht gestellt werden. Ich meine, 6% dieses Jahr ist jetzt auch nicht so grandios, aber A läuft der November noch und B haben wir den Dezember noch vor uns und hier, man kann hier eben auch ja mit 3.400 schon dabei sein und dieser Strategie folgen. Insofern eigentlich eine runde Geschichte. Michael, dann hoffe ich, ja genau, dass ich dich abholen konnte. Vielen Dank für das kurze Feedback an der Stelle und dann wünsche ich allen einen wunderschönen Einstieg ins Wochenende. Bleibt uns treu, am Ende des Tages, probieren geht über studieren.
Testet uns, meldet euch an, prüft einfach mal hier auf Herz und Nieren, ob das was für euch ist. Und wenn, wie gesagt, nicht man selbst hier Portfolio Manager spielen will und dergleichen, wir haben auch die Möglichkeit, komplett passive Produkte euch vorzustellen. Und das insbesondere im nächsten Jahr noch mehr. Also, in dem Zusammenhang wünsche ich einen tollen Einstieg ins Wochenende. Ich verabschiede mich jetzt gleich und sage auf bald, beste Grüße, euer Chris Kämmerer und tschüss.